sieht schon wieder aus. Aber. Das ist dasselbe oder was? Das ist dasselbe. Das ist aus derselben Büchse zumindest. Ach, Leute. So. Schönes Ding. Ganz toll. Das habe ich sozusagen von meiner Exkursion nach Polen habe ich das mitgebracht. Das ist ein Festivalbier für ein parallel stattfindendes Festival. Das ist nicht parallel. Ist das parallel? Siehst du mal? Ja, dann kann ich ja schon mal nicht dort gewesen sein, siehst du? Da weißt du wieder, wer deine Freunde sind. Plöff. Lecher. Nee, das ist hier. Du hast ein Leh und ich hab ein Lech. Hab ich auch ein Leh? Nee, ich hab ein Lech. Tobi hat ein Leh, ich hab ein Lech. Hallo, Freunde. Nehme ich auf? Nehme ich überhaupt auf? Wie Krivei muss ich schnell nagler die. Alles professionell wie immer hier. Ich habe jetzt gesehen, der heiße Scheiß ist ja auch immer diese Mini-Mikrofone, die wir hoch hier haben, die so zu halten, wie Harry Weinfurt damals in der Slimfast-Werbung. Wenn es dann wieder heißt, hallo liebe Freunde zur ultimativen Chartshow mit Tobias und Erik. Ich bin Erik, euer Host für diesen Abend. Du Schwein sollst schon. Ich halte mich da raus. So, Tobias, wir sind abgebrochen. Das ist ein bisschen das Problem, weil man in so einem Redefluss war, man irgendwas erzählt hat und eigentlich weiß man nicht mehr, was man als letztes gesagt hat. Und guck mal, da ist es ja jetzt auch schwer, da wieder so anzusetzen, hier und da und da und dort. Ah, Junge. Ich habe nichts gegen polnisches Bier aus kalten Dosen. Ja, besser als keines Bier aus warmen Dosen. Ja, wir haben Schluss gemacht nach 5 Alben sozusagen. Passenderweise haben wir mit the Final Chapter, dieses videotechnische Chapter, auch gefinalt. Ist das so? Ja. Das ist so. Und danach sollte Feierabend sein. Und ich weiß aber nicht mehr, wie viel wir nach dem Feierabend sozusagen noch erzählt haben. Doch, wir haben noch über den Feierabend hinaus erzählt. Aber du kannst ja nochmal eine Zusammenfassung machen. Also es war so, die Band sollte aufhören und wollte aufhören. Also nicht näher definierter Umstände. Sehr theoretisch nur. Rein theoretisch wollte nur der Techgren aufhören, weil er keinen Bock mehr hatte, weil er gestresst, genervt und überarbeitet war, weil er in der Band irgendwie sämtliche Belange alleine führen musste und sich der Rest der Dreiermannschaft ein bisschen gedrückt hat, wo es ging. Abgeduckt, wie wir hier immer so schön sagen. Mhm. Und dann ist es, wie es ist. Dem Bandleader ging es dann auf den Sack. Der hat mit The Final Chapter ein Abschlussalbum hingezaubert, muss man sagen. Und dann dieser ominöse Auftritt auf dem Wacken Open Air hat dann irgendwie diesen Cut gebracht, dass es dann weitergehen sollte. Der Spirit kam wieder zurück. Genau. Und Wenn man das versucht, logisch zu betrachten, zu dem Zeitpunkt galt ja auch, wenn sie musikalisch sehr variabel und sehr weit offen waren, packte sie immer noch als integre schwedische Death Metal Band. Umso beeindruckender und irrer ist eigentlich diese musikalische Rückmeldung, denn das selbstbetitelte Hypocrisy Album ist rein theoretisch fast eine Stilblüte. So, okay, die Band hat wieder Feuer gefangen nach einem Auftritt, will wieder, kommt ran, geht ins Studio und sagt, okay, wir sind wieder da. Was auch so ein bisschen so der Bandname impliziert oder der Albumname dann halt auch impliziert, wenn so ein selbstbetiteltes Album als sechs. Wenn du immer sagst, du machst Feierabend mit einem Album, das The Final Chapter heißt, du willst zurück, dann kommst du nicht mit irgendwas in der Ecke, sondern dann kommst du gleich Vollgas in der Ecke damit sagen. Und das haben sie nicht gemacht. Das haben sie richtig nicht gemacht. Denn dieses Self-Titled Hypocrisy Album ist sensationell, aber eigentlich nichts, was man als klassischer Death-Metal-Fan so schlucken konnte.
Aber vielleicht hatte man ja da eh schon so ein bisschen abgeschlossen mit. Denn dieses Album ist epischer, opulenter und zum ersten Mal auch wirklich rein rassisch symphonisch in der Herangehensweise, weil was dann so fast so Trademarks wurden, dass die epischen Songs unterlegt wurden mit Keyboard-Teppichen einer Atmosphäre, dass man das Gefühl hatte, vorher war es, wenn Hypocrisy vorher eine Fernsehserie war, war es danach eine Hollywood-Produktion, so musikalisch. Und das mag ja auch nicht jeder. Ja, und dann kam sie ich zurück lausche andächtig. Mit diesem Hast du dich überhaupt rasiert, oder? Ja, überhaupt. Uiuiui. Das ist ein bisschen schief gegangen. Fractured Millennium, der Opener dieses wahnsinnigen Albums, ist bis heute aus einer Setlist bei Hypocrisy nicht wegzudenken und so ein bisschen einer der wenigstens Top 5 Songs, auf die man, wenn man die Band jemandem empfehlen würde, immer zurückgreifen würde. Und danach war das Album zwar schon ein Stück weit schon schneller, aber im Endeffekt immer extremst fließend und mit Chören durchsetzt und eigentlich nicht wirklich ein Death Metal Album. Naja, aber es war ja nun kein Stilbruch, sondern es war ja, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben, eigentlich eine fließende Entwicklung, die sich mit einer Ausnahme, die wir heute auch besprechen werden, ja eigentlich jetzt im Lauf dieser nächsten Alben immer weiter fortsetzen sollte und ein paar stilistische Wendungen, okay, nehmen sollte, aber eigentlich immer dieselbe Marschrichtung hatte. Ja, Ist das richtig? Ja. es ist schon nachvollziehbar, aber es ist halt nicht wirklich so, wo du denkst, oh, Death Metal ist wieder, oder das war Naja, nicht das stand halt nicht zur Debatte. Das stand halt nicht zur Debatte. Das haben sie auch nicht versucht, umzusetzen. Das Ding ist, ich glaube, dass ich mag mich täuschen, aber in meiner Erinnerung ist das das erste Album, auf dem auch etwas flächendeckender Macline Vocals zum Einsatz kamen. Flächendeckend, ja. Flächendeckend, ja. Tek, aber es ist auch ein Song drauf, dieses Time Warp. Das könnte auch von der Rebirth von Pain geklaut sein. Das hat ja eigentlich mit dem Rest vom Album, das sticht wiederum, also auf dem Album wiederum, sticht das so komplett hinaus. Ich glaube, da wird überhaupt nicht gekeift, sondern da wird nur mit dieser versynthetisierten Pain-Stimme wird er so die ganze Zeit durchgetrennert, aber ansonsten hat er schon recht, der gute Mann hier neben mir. Das ist sehr, sehr smooth und sehr clean produziert. Das ist äußerst atmosphärisch. Die Keyboards haben den gewichtigeren Anteil am Gesamtwerk des Albums, aber es ist jetzt nichts krass herausstechendes. Aber, und das ist auch so ein Hypocrisy-Ding, es ist halt auch kein Verriss. Es ist halt einfach ein richtig solides, gutes Album, aber es ist natürlich keine Kehrtwende von irgendwas. Sondern sie haben halt das, was sie vorher angefangen haben und vorhatten zu beenden oder er vorhatte zu beenden, halt einfach logisch fortgeführt. So. Und diese ganze Entwicklung aus Video 1, das ihr ja alle gesehen habt, bis hierhin, und das ist eine Zeitspanne von 7 Jahren in Alben gerechnet, ist ja ein enormer Fluss und ein enormer Prozess, der da stattgefunden hat. Und das alles in weniger als einem Jahrzehnt ist so retrospektiv. Und ich glaube, das war 99, das Album. Ja. 99, das letzte 90er-Album, was sie so gesehen rausgebracht haben. Eine krasse Leistung, die man auch einfach mal Absolut. honorieren musste. In weniger als einem Jahrzehnt. Erstmal so viele Alben und halt auch noch in dieser Wahnsinnstaktung da so aufs Parkett zu Ja. zimmern. Also ich bin ja nun ein toleranter Fanboy genug, Ach dass ich so, da, okay. ja, dass ich da, dass ich da absolut positiv rangegangen bin. Zu dem Zeitpunkt auch sowieso noch nicht so übersättigt war, dass ich da großartige eine vorgefertigte Meinung zu hatte. Aber ich kann mich auch nicht erinnern in meinem Umfeld, dass da irgendjemand gemeckert hatte. Dieses Album kam für das, was es war, unglaublich gut an. Und war auch wirklich so in der Außendarstellung, hat das die Position von der Hypocrisy innerhalb der Extrem-Metal-Szene wirklich, wirklich manifestiert und nach vorne gehoben. Die Band ist durch dieses Album extremst gewachsen. Und das war nicht unbedingt zu erwarten. Haben
weiterhin getourt oder viel getourt, haben Gas gegeben. Und umso beeindruckender ist, dass sie diesen zeitlichen Rhythmus wirklich so straff beibehalten haben, weil schon 2000 kam ein neues Album. Und das ist jetzt dann tatsächlicherweise so, als ob da könnte man den Herrn Tekgren nicht so richtig verstanden haben, was er sich so denkt, aber er hat sich halt was dabei gedacht. Er redet übrigens von Into the Abyss. Into im the Jahre Abyss, 2000. Das siebte Studioalbum. Totale Abkehr von dem, was sie eigentlich erreicht haben über die letzten 2-3 Alben. Es ist technisch gesehen wenigstens seit Obscurum Obscenum das brachialste und härteste Album. Die Band hat selber in der Promo, da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, halt als das mit Abstand brutalste und brachialste, was sie je veröffentlicht haben und veröffentlichen werden, betitelt. Die Texte können sie nicht veröffentlichen, die sind so blasphemisch, die kann man niemandem erzählen. So habe ich das in Interviews gelesen. Ja, das ist technisch gesehen schon irgendwo so. Es ist brutal, aber es ist schrecklich eingängig. Auch in den harten Songs ist es sehr, 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 sehr eingängig gewesen. Dafür, dass es als so ein, ich sag jetzt mal, Back to the Roots Album da tituliert wurde und die Rückkehr zu alten Werten und zu alter Härte in der Musikrichtung natürlich, war es schon schrecklich gut eingebettet in das, was sie vorher gemacht haben. Es hat wenig an Catchiness verloren. Für mich hat im Vergleich zum Vorgängern, muss ich sagen, hat der Gesang ein bisschen gelitten. Ist ja immer so dieses Ding, wenn diese Releases so knackig und zackig hintereinander kommen, hat man dann mitunter das Gefühl, vielleicht wurde da nicht ganz so viel dran gefeilt, wie dran gefeilt hätte werden sollen. Und ich glaube, mich auch daran erinnern zu können, dass konsterniert wurde, dass sie das alles in 3,5 Wochen oder irgendwas aufgenommen haben vom ersten Schlagzeugschlag, bis dann der finale Produktionshaken gefallen war. Und das ist schon sehr, sehr tight. Das ist ein bisschen dieser Fate of Norns Effekt bei Amon Amarth damals, die ja auch zum Vorgänger mit dem Album, glaube ich, nur ein Jahr dazwischen hatten, die es da, glaube ich, auch ein bisschen zu hart wissen wollten und dann halt so ein halbgares Album rausgebracht haben. Ist bei Hypocrisy in dem Sinne nicht der Fall. Wobei es für diesen grandiosen Meilenstein der Brutalität, als dass es da angekündigt wurde, für mich jetzt nicht so mithalten kann. Also wie gesagt, das ist... Zumal sie den einzigen wirklich mittelschnellen Song, was zugegebenermaßen eine ganz schöne Hymne ist, mit Fire in the Sky halt jedes Mal live spielen und der dann eigentlich auch so der Song ist, der das Album nicht richtig repräsentiert. Und ich glaube, der letzte Song ist auch nochmal eine ganz schöne... bandtypische hymnische Geschichte. Es war derb, es war deutlich härter, gerade wenn man das Vorgängeralbum betrachtet, aber man merkt halt schon, dass da ein bisschen was passiert ist und sie nicht raus können aus ihrer Haut, denn Keyboards waren da auch ohne Ende drin, dem Album. Raus wollten sie dann aber, oder raus wollte er dann zumindest aus der Haut. Tobias, was für eine Spitzenüberleitung hast du da gerade wieder geliefert. Das ist der Hammer. Man könnte denken, das ist abgesprochen. 2002 haben sie ja Catch 22 rausgebracht. Was ja, da habe ich jetzt aber wirklich nur gefährliches Halbwissen. Irgendwie ja. So ein Promo-mäßig auch so eine gewisse Gimmicks-Geschichte irgendwie in Absprache mit Meshuggah sein sollte. Ist es so? Weil die ihr, war das auch Catch ein Catch 22 oder war es ein Catch 33? Catch 33. Das hat schon mir damals gekauft. Das ist ja ein Album, das besteht nur aus einem Song mit diesen drei Schlangen da drauf, die sich da gegenseitig fressen. Das ist... in der mittleren und späten Hypocrisy-Geschichte der krasseste Ausreißer, meiner Meinung nach, den sie sich geleistet haben und, glaube ich, in der Gesamtdiskografie
auch neben Arrival, was danach kam, aus anderen Gründen, auch das Album, was am heftigsten diskutiert wird, weil die Mixtur, die sie über die Jahre etabliert hatten und in diese sich da reingetastet haben und das ja auch, wir erinnern uns ans letzte Video, fernab eigentlich von allen anderen Bands auch aus Schweden zu der Zeit rundherum, da wirklich gut als ihre Trademark etabliert haben, diesen eingetretenen Pfad haben sie da ja so ein bisschen verlassen. Da waren Industrial-Elemente drauf, da waren Groove-Metal-Elemente drauf, das war insgesamt vom Songwriting her, war das alles ziemlich punkig. Der Sound war wenig vergleichbar mit dem, was davor kam, sondern der war ziemlich, ziemlich rau und unbeschliffen. Das sollte ja dann später nochmal aus selbigen Gründen nochmal irgendwie einen albumtechnischen Revival erfahren. Und ich glaube, das haben da viele Leute denen ein bisschen übel genommen, dass sie da auch die ein oder andere Hookline aus dem New Metal sich ins Songwriting haben integrieren lassen. Ich weiß nicht, ob Slipknot da so ein Thema waren, wie es zum Beispiel bei In Flames war, die ja öffentlich zugegeben haben, dass sie von ihrer US-Tour mit Slipknot damals so beeinflusst gewesen sind und sich so haben inspirieren lassen, dass sie danach mit Reroute to Remain und Soundtrack modernere Soundcollagen und vom Sound her auch sich geändert haben. Ja, du musst aber halt auch, zu der Zeit war ja Slipknot, auch wieder hier für alle jungen Zuschauer und Zuhörerinnen, muss ich ja sagen, dass Slipknot nicht das waren, was sie jetzt sind. Also jetzt sind sie so ein bisschen so eine Pop-Metal-Band, wenn du es als solche siehst, zu Zeiten, wo Iowa und sowas rauskam, Alter, da war das natürlich kein traditioneller Metal, aber da war das psychisch kranke, abgedrehte Scheiße. Also das hat mit dem melodischen Zeugs, was sie jetzt so machen, mit Mitsing-Refrains, hat das überhaupt nichts zu tun gehabt. Nee. Aber sprich weiter. Es ist ein aggressives Album. Das kann man Catch 22 nicht abbilden, aber es hat halt überhaupt keinen Death Metal Sound. Und das Riffing ist so staccato-technischer auf so Neo-Thrash fast schon basierend. Dazu dann immer mal wieder diese hymnischen Parts, die er ja nicht so ganz lassen kann. Und dann ist es halt so, dass da auch Pain wirklich gerade durch die Decke gegangen ist, so halt, und auch immer wichtiger war, sodass diese Gang-Vocals und generell sein angerautes, melodischeres Shouting, was er halt zu dem Zeitpunkt so intensiv ausgelebt hat, schon sehr an die härteren Geschichten erinnert, die er bei Pain gemacht hat. Na klar, war es härter. Aber es war nicht wirklich ein Death-Metal-Album. Ich habe gar nicht so einen extremen Beef mit dem Album. Ich auch nicht. Ich fand das damals, wo es rauskam, sogar relativ cool. Aber ich kann es schon verstehen. Mit Death Metal hat es nicht viel gemeinsam, außer dass es natürlich einen Härtegrad eines Death Metal Albums durchaus konserviert. Und dann ist es halt so, dass die Songs wohl, es soll wohl, glaube ich, ein sehr persönliches Album sein, auch vom Lyrischen her und wie was er damit verarbeitet hat, dass das Ganze es ist halt so. Dadurch, dass die Texte irgendwie nicht mehr so außerirdisch gewirkt haben oder irgendwie keinerlei außerweltlichen Kontext mehr hatten, wirkte das Ganze auch wieder komplett basisch zurückgeholt. Und dann hat es so ein bisschen fast eine Ebene verloren. Wenn ich vom Sound her, sondern das war halt irgendwie, das war so eine Street-Metal-Version. Von dem Packrissi Das ist gar nicht so böswillig gemeint. Ja. Ich fand das. Ich weiß, wie du das meinst. Von daher, klar, das ist definitiv ein diskutables Album und ganz, ganz sicherlich auch nicht weit vorne in meiner persönlichen Ranking. Aber es war künstlerisch, kann ich das sogar nachvollziehen. Weil das wirkte, und zu dem Zeitpunkt glaube ich auch, war das ein sehr ehrlicher Schritt. Wie nahezu jeder Schritt bis dahin musikalisch absolut nachvollziehbar und ehrlich war, weil auch die Zeit gar nicht war, um so zu reflektieren und drüber nachzudenken, was du halt mit der Band, wo du hin willst. Ja. Und macht so ein bisschen das auch spannend. Also ich kann jeden verstehen, der das Album nicht mag, aber ich finde, es hat durchaus ihren Platz verdient in der Diskografie.
Ja. Das war ja Nummer 1, die kontrovers diskutiert wurde. Passenderweise haben sie Nummer 2, die bis heute kontrovers diskutiert wurde, gleich hinterher geschoben. Und zwar 2 Jahre später haben sie mit Arrival, ja, The Arrival, alles das sozusagen wieder ins Boot geholt, was Tobias gerade anmerkte, auf dem Vorgänger vermissen lassen haben zu wollen, täten tun. Und da sitzen endlich wieder 3 Aliens drauf. So, aber generell auch bei Catch 22 hat ein für mich wieder erträgliches Cover. Also das war nämlich auch bei allen, die jetzt vorher waren, bei dem, ich sag mal, Into the Abyss, das war nichtssagend. Ich weiß gar nicht, was Fall. Da drauf ist. Ich könnte es nicht mal beschreiben. Dieser Totenkopf mit braunen Schlönzen, ja, irgendwie Farbe drüber halt. Sofort vor Augen. Komplett nichtssagender Rotz. Ja. So. Aber bei dem Self-Titled, Alter, was war das für eine Lorke? Das sah aus wie so ein Windows 3.1 Ego-Shooter-Zwischenszenario-Teil mit diesen Aliens, die da auf irgendeinen rotzgerenderten, ja, Mist drauf. Ist Mist, Alter. Aber das haben sie halt leider nicht drauf. Das wurde jetzt aber, jetzt wurde das besser, könnte man sagen. Ab jetzt wurde das langsam wieder besser. Arrival, jawohl, Aliens drauf, Aliens-Thema, Aliens im Musikvideo, Aliens textlich behandelt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das erstmalig war, dass es dann wieder Songtexte gab oder ob das auf Catch 22 drauf war, dass man da schon mal mitlesen durfte, was ja am Anfang auch nicht der Fall war. Das weiß ich gar nicht. Vom Sound her, all das, was sie vor Catch 22 gemacht haben, in Richtung Melodev, dort vereint, ausgefeilt, Atmosphäre noch und nöcher, allerdings nicht wirklich brachial. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das immer noch so happig diskutiert wird. Das war so ein bisschen der Vorwurf des kommerziellen Ausverkaufs, den sie da so betreiben. Ist das letzte Zöger-Album außerdem noch. Ja, aber auf der Plushaben-Seite, Band selber ist der Meinung, und ich glaube, das siehst du auch nicht so anders, ist mit Eraser das ist der Endhit. Weiß jeder, wenn diese Bassline kommt, weiß jeder, was kommt. Also das ist auch das Lied, das jeder kennt von der Band. Ist scheißegal, wie true du in deinem Hypocrisy Ultra Fendler bist. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das so ein Riesenhit ist. Bis du mir das mal erzählt hast, da habe ich mir das nochmal intensiver angehört. So, ja, das halt schon hin. Und sie spielen es ja auch live und na klar, das ist schon alles cool. Im Endeffekt ist das ein völlig okayes Album. Ich glaube, ich finde es vollkommen in Ordnung. Es war damals übrigens auch mein Einstiegsalbum. Ticken zu glatt, genau. Ja, es ist das halt sehr glatt. Sind wenig Kanten drauf und es ist für das, was sie da gemacht haben und für das Niveau, auf dem sie es vor allem gemacht haben, hätten sie da auch produktionstechnisch noch ein bisschen mehr Härte reinlegen können. Und das ist aber auch der Grund, warum wir sozusagen den ersten Teil dieser Videoreihe hier über 5 Alben abgehandelt haben, weil da wirklich viel passiert ist. Und jetzt quetschen wir sozusagen den ganzen Rest in dieses andere Video. Jetzt kannst du ja sagen, haben sie ihren Stil gefunden und ab jetzt wurde der zwar klar variabel, aber halt weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und das, was sie auf The Arrival gemacht haben, haben sie auf dem Nachfolger Virus meiner Meinung nach, weil das ist mein Favorite-Album der Band, zur Perfektion gebracht. Du hast genau diese geilen, catchy Melodien, du hast diese geilen Atmosphären, aber du hast mehr Angepisstheit, es ist kantiger, du hast mehr Brachialität im Sound. Ich sage, wie die Bierhaltefresse. Ja. Ja. ganz kurz abschließend. Alter, die ist doch gar nicht fertig. Achso, mit dem Arrival abschließend. The Arrival, okay, ja. Ich bin jetzt zum 2004er Album und zum letzten Album von Lars Zöger, ja, was dann im Prinzip so ein bisschen den Bruch mit dem Mark One Hypocrisy
Kult-Line-Up irgendwie so bringt. Mark, es ist auf dem Album, und deswegen fand ich das immer so ein bisschen zusammengeschustert, ein Großteil der Texte sind, glaube ich, nicht von Techgrin, sondern sind von fremden Typen geschrieben worden. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, dass es nicht gefährliches Halbwissen ist. Aber meines Erachtens nach ist da der Dan Swanö involviert gewesen und auch der Silenius von Dimmu Borgir. Mhm. Aber das müsste ich nochmal nachprüfen. Kann ich aber jetzt nicht mehr vor dem Video machen. Von daher lasse ich das jetzt hier so stehen und hoffentlich habe ich recht. Ein Song ist auf dem Album drauf. Bei einem neuen Song-Album, was, glaube ich, nicht mal 40 Minuten Spielzeit schafft, ist ein Remake vom Bonustrack vom dritten Album, vom Fourth Dimension-Album, dieses The Abyss. Ist ein sehr, sehr cooler, atmosphärischer Song, der es auch mal verdient hat. Oder ist ganz cool, wenn man den gegenseitig hört, wie sich dann so soundtechnisch und generell so die Zeiten geändert haben, wenn man einen Song von früher und da quasi auf dem Album hört. Für mich der coolste Album auch auf The Arrival, von daher. Das ist cool, das coolste Song. Ja. Okay. Das ist halt das. Aber dann dauerte es nicht lang, Söke raus, dann kam ein, das fand ich damals total skurril, weil ich dachte, das ist die blödeste Idee, die er haben kann. Da kam nämlich der Hawk, der bei Immortal dafür bekannt war, dass er zwar extrem brachial ist, ein totaler Hühneviech am Schlagzeug, aber so Timing ungenau, wie man nur Timing ungenau sein kann, wenn man sich das anhört. Die Frühwerke, wo der bei Immortal getrommelt hat, das war schon ganz schön. Ist ja Kartoffel im Feld, eine Treppe runter. Es ist Chaos, aber es war brachial. Und aber das wurde wesentlich besser und da habe ich mich auf der Virus echt eines Besseren belehren lassen müssen, denn der Hawk war ein verdammt cooler Drummer, der bei Hypocrisy extrem viel Sinn gemacht hat. Der hat offensichtlich auch wieder Drive in die ganze Geschichte reingelassen, denn übelst. Virus ist ein gutes Stückchen derber. Gerade so der Opener nach so einem völlig sinnlos Intro, 15 Sekunden gehabt, dann kam Warpath. Warpath, jawohl. Und das ist ein fantastischer Song und das zeigt eigentlich alles, auch diese brachiale, die Band war, glaube ich, total sicher im Songwriting wieder. Es ging nach vorne, es war derb und es war trotzdem symphonisch ohne Ende. Das ist ja alles nicht weggeblieben. Das war die ganze Zeit vor zu spüren. So dieses, ich glaube, Hypocrisy hatte wirklich so einen Signature-Sound mit der Virus gefunden, den dann im Endeffekt nur noch in Stellschrauben hier ein bisschen mehr an die Richtung. Leider, also was heißt leider, in meiner Wahrnehmung, wenn es um die Band geht, nimmt das Album leider keinen hohen Stellenwert ein. Das dümpelt da irgendwie so ansehenstechnisch, dümpelt das irgendwo mit, aber wie du schon sagtest, der Hawk brachte da so ein fetten, fiesen Drive irgendwie in diese Nummer rein. Also man hört einen deutlichen Unterschied zum beleibten Mann aus Schweden, den der hagere große Mann aus Norwegen da mitbrachte. Und du hast auf dem Album, hast du halt auch Songwriting-technisch und gerade durch dieses Straightforward-Drumming hast du da einfach ein paar fette Hits drauf. So Compulsive Psychosis ist der absolute Oberhit dieser Band für mich. So, das ist catchy wie Sau und das hat diesen infernalischen Drive irgendwie, das geht immer noch eine Schippe mehr, noch eine Schippe mehr, noch eine Schippe mehr. Und das ist ein richtig gutes Albenmachwerk, das leider in dieser, aber auch wirklich großen Diskografie, meiner Meinung nach, zu wenig Beachtung findet. Dafür, dass sie da ja eigentlich nur den Sound definiert haben, der maßgeblich eigentlich das weitere Bandgeschehen da bestimmen sollte. Noch eine Eigenschaft oder eine Eigenart, die das Virus-Album hat, was kein anderes Hypocrisy-Album mehr hat oder nur eins davor, ein zweiter fester Klampfer. Der gute Andreas Holmer, ja, war von 2004 bis, glaube ich, 2009 war der Klampfer fest im Line-Up und war die einzige Zeit, dass es wirklich seit dem Debüt in festen im Line-Up zweiten Klampfer gab. Das war machte live nicht so einen riesen Unterschied, weil Hypocrisy schon seit 1996, glaube ich, mit zweiten Klampfer live gespielt haben. Das war in der Anfangszeit der Matthias Camijo von Algaion, dann logischerweise später der Holmer und ich glaube danach, ich hoffe ich vergesse nicht, auch doch, der Laiho,
Der Alex Silaiho hat eine Weile lang live zweite Klasse so? Bei Pakasi gespielt, um die 2009er, 10er rum. In dem Backstage hättest du nicht stecken wollen. Hättest du in der Luft schon eine Alkoholvergiftung bekommen, wenn du die zusammengelassen hast. Ging ja auch nicht ewig gut. War aber dann aber auch so gesehen Scandinavia United dort. Gell? Wenn man immer aus Dänemark gefehlt, dann hättest du alle gehabt. Ja, und sollte man vielleicht. Und seit 2010, glaube ich, ist es der Thomas Elofsson. Thomas Elofsson, das alte Vieh, Alter. Ja, und der versucht in Sachen Brachialität auch mittlerweile an Gewichten zuzunehmen, denn der Typ ist ein absoluter Atze geworden. Im ja, Laufe der hat Zeit. Richtig Masse Proberg am Körper, auf jeden Fall. Und so ist es halt. Aber ja, der kam von einer sehr, sehr coolen schwedischen Death Metal Band, die immer ein bisschen vergessen wird, Sanctification. Oh, das nur am Rande. Und mittlerweile macht er mit dem Alvin von S-Fix Berserker Legion. Ja. So, das waren Fun Facts nebenher. jetzt komme ich zu einer einzigen Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann bei Hypocrisy. Catch 22 zu remastern und zu remixen. Ich glaube, haben sie es nicht auch neu aufgenommen? Auch, er was? War, nach die urbane Legende besagt, jetzt machen wir einen geilen Effekt. Die urbane Legende besagt, dass er einfach unzufrieden war, wie das Album damals aufgenommen wurde, dass er nicht happy damit war, dass ihm diese Kritik, die ihm da entgegenbrandete, nicht wirklich irgendwie gefallen hat. Und deswegen hat er es in, ich glaube, neue Klampfen aufgenommen und ich glaube auch nochmal einen neuen Gesang aufgenommen. Beim Gesang bin ich mir aber unsicher. Drums müssten unverändert sein und dann hat er die ganze Nummer halt selber nochmal gemixt und remastert. Die Unterschiede sind jetzt für mich, muss ich ehrlich sagen, marginal. Ich habe das nie gehört. Ich habe noch nie dieses Album gehört. Und da das ist ja, ist ja, also es ist jetzt... völlig alberne Nummer. Ja, weiß ich nicht. Also... Also das Album ist 2008 gerade mal 6 Jahre alt. Ja. Und das Zweite ist, dass wann immer du ein Interview mit dem Herrn Techgren liest und den fragst, wie er das Album vor 3 oder 4 Jahren fand, das er damals aufgenommen hat, immer scheiße. Immer. Der hat noch nie ein älteres Album, was er aufgenommen hat, wo du mit ihm in einem Interview irgendwas Positives drüber zu hören kriegst. Absolut null. Er ist immer unzufrieden mit dem, was früher war. Und warum er das nicht aufgenommen hat, wäre ich nicht nachvollziehen. Gut, aber das ist ja völlig legitim. Kann ja jeder ignorieren oder sich drüber freuen. Es hat vielleicht auch Fans gewonnen. Catch 22 V2.08 hieß es, glaube ich. Oder? Hieß es so? V2.08? Doch, Variante 2008 sozusagen. Damit da kannst du jetzt nicht viel zu sagen. Also für mich ist es halt... Sicherlich hörst du da irgendwie Feinheiten, wenn du da ein Ultra bist und der Sound ist irgendwie ein bisschen moderner oder irgendwas, aber das macht jetzt bei dem Album auch keine Kehrtwende, weil das Lied gut ist im Endeffekt dasselbe. Genau. Oldschool-Fans wirst du damit auch nicht mehr hinterm Ohr rufen können, die du irgendwie. Catch 22 Oldschool-Fans vielleicht. Die du damit verprellt hattest mit der ersten Geschichte. Mm-mm. Nee. So. Rumbinum, The Crown haben auch schon mal so Mist gemacht, die haben auch einmal wieder aufgenommen. So, das ist alles Quatsch. Aber kommen wir zu dem von mir wahrscheinlich in der neueren Diskografie zu Unrecht, wie ich in Vorbereitung dieser Sendung, und damit meine ich die Autofahrt heute nach Weimar, erarbeitet habe. A Taste of Extreme Divinity hat bei mir leider nicht geklickt, weil, und das ist jetzt hier wieder mein großes Manko, ich das Cover gesehen habe und das so nichtssagend und scheiße fand, dass ich die CD erstmal beiseite gelegt habe. Und hab nicht reingehört. Wie hast du das denn überhaupt geschafft, mal Album anzuhören von dem Backers? Ja, schwierig, aber alles Sampler. Kein schlechtes Album. So, aber es hat halt ein nichtssagendes Cover und das reicht bei mir manchmal schon, wenn die Stimmung nicht stimmt, weil ich bin ja nicht wie der Herr Giersberg, ich kann nicht immer alles zu jeder Zeit hören. Ich brauche ja manchmal so ein bisschen so den emotionalen Schub dafür. Da hat es einfach gerade nicht gepasst und dann ist das leider ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann habe ich immer mal ein bisschen reingehört, habe auch keinen so einen richtigen Zugang gefunden und jetzt aber mal 2-3 Mal intensiv und finde es eigentlich ganz geil.
Ist auch cool. So, vor allen Dingen eines der, ja, naja, gut, bei Pack ist sie irgendwie davon zu reden, zu sagen, das ist ausgewogen oder eines der vielfältigsten musikalischen. Es ist alles drin, was du brauchst. Und sie haben schon versucht, den Death Metal irgendwie zumindest halbwegs in den Vordergrund zu stellen. Also es ist schon wenigstens, gerade die schnelleren Songs bleiben bei mir relativ gut hängen. Aber ja, es ist auch nicht, es Ein ist bisschen auch nicht, hinmachen, in 5 Minuten gibt es Mittag. ja, es ist aber Ja. auch nicht zwingend meine Favorit. Es ist, ja, es ist leider Gottes so. Gottes Willen. Ganz schnell, ich mach Video. Ja, mach ich. Spiel. Ah, okay. Gut. Ich muss. Bis dann. Ciao. Was sind denn jetzt alle drüber Nö, ich muss nur das machen, womit ich mich vorher schon abgefunden habe. Ich muss die Kinder holen, aber das wusste ich ja. okay, alles klar. Just saying. So, A Taste of Extreme Divinity ist auch nicht, das ist ein Album, mit dem ich mich auch noch mal intensiver auseinander, aber ich fahre nicht so häufig mit dem Auto noch einmal. Wirklich, kannst du mal mit dem Auto nach Gernewitz fahren. Also, Das ist eigentlich eine gute Albumlänge. Es ist jetzt so mit dem neuen Tunnel, den sie gebaut haben, 50 Minuten. Kriegst du eigentlich gut rein. gut. Perfekt. Dann nehme ich mir das mal vor. Dimmu Borgir Doppel-CD jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten kriegst du alles ganz gut. So. End of Disclosure. Da kam ich nicht drum rum, denn das hat erstens hat das mal ein ansehnlich aussehendes Cover und Ja. zweitens hat das eine für meine Begrifflichkeiten mordsriesen abartige Werbekampagne damals erfahren, um die du dich nicht drum rumschlängeln konntest. Hat leider für mich den bitteren Beigeschmack, dass da für mich zu viel Filler-Tracks und im Vergleich zu den früheren Werken zu wenige Killer-Tracks drauf sind. So, was es in der Diskografie jetzt für mich nicht mega in die obersten Sphären hebt, darf man aber auch nicht falsch verstehen. Es ist super gut gemacht, das komplette Album. Es sind halt auch ein paar geile Hits drauf mit den Titeltrack oder vor allem The Eye. Mega. Und in den Tracks, die richtig gut da zu Buche gehen, ist es so ein bisschen für mich das bessere Arrival, was sie gemacht haben. Es ist im Vergleich zum Vorgänger wieder, die Aggressivität ist wieder ein bisschen runter. So, aber der Ausgefeiltheit halt ist wieder ein bisschen hoch. Aber es hat mich insgesamt nicht übermäßig vom Hocker gehauen. Naja, also zum ersten Mal haben sie sich 4 Jahre Zeit gelassen zwischen A Taste und End of Disclosure. Und dafür war es vielleicht sogar ein bisschen, ja, ein Sparflammenprodukt. Klar, der Opener und Titeltrack ist Signature Song gewesen. Den haben sie damals als Live-Opener gespielt. Das hat auch super funktioniert und er ist eine coole Hymne. Bandtypisch, die absolut das macht, was die Band will. Ja, aber da fällt dann vielleicht auch gerade deswegen, weil der Song so im Vordergrund steht, der Rest des Materials ein bisschen hinten runter. Ist auch ein Album, was ich eigentlich links liegen lasse mittlerweile, muss ich sagen. Was ein bisschen schade ist. Aber so ist es halt. Die Band hat zu dem Zeitpunkt ist es das 12. oder je nachdem, ob man Catch 22 zweimal als Studioalbum mit rein in das 13. Studioalbum der Band. Und da ist man ja schon fast ein bisschen froh gewesen, gerade aufgrund der Debatte, dass die Band definitiv hinten ein bisschen runtergefallen ist gegenüber dem Stellenwert von Pain, was Live-Shows angeht, Touren und so weiter und so fort. War man schon froh über das, was man bekommen hat. Ah ja, das taucht nicht mal in den Top 10 auf bei mir. Ja, schade. Aber, und da sind wir dann mittlerweile im Jetzt und heute und gerade jetzt. Nach 8 Jahren. Genau, Nach 8 Jahren. hat man sich diesmal richtig Zeit gelassen, um Worship rauszuhauen.
Und das wird ja immer ein bisschen diskutiert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn Worship ist für mich spieltechnisch und auch von den Songs her und generell das beste Album seit Virus. Deutlich das beste Album seit Virus. Es hat coole Songs. Das sind nicht unbedingt der Titelsong hier. Nicht der Titelsong ist sensationell, den finde ich richtig gut, aber Chemical Horror ist es nicht bei mir. Aber dann dieses, ich finde Children of the Grey ziemlich cool und noch Dead, zwei, Dead drei. Dead World oder sowas hieß Dead auch. World fand ich, glaube ich, auch nicht so pralle, aber die. Das waren auch die drei Vorab-Singles. Ja, und die zweite Hälfte der Platte, die finde ich richtig, richtig gut. Viel, viel besser als es. Und das habe ich lange nicht mehr gehabt bei Hypocrisy, dass mich das spätere Songmaterial auf einer Platte, was nicht so die Vorab-Songs oder diese Signature-Songs, das ist mit Abstand das stärkste Material seit sehr, sehr langer Zeit. Und ja, es passiert ja nicht mehr so viel albumtechnisch. Vielleicht ist das auch ganz gut so, weil ich glaube nicht, dass es der Qualität des Albums zuträglich wäre, wenn sie das jetzt überschnell vorantreiben würden. Aber ja, vielleicht ist es halt auch so, dass man so ein bisschen selber so ein bisschen abgenutzt ist von der Tatsache, man weiß, was passiert. Man geht da nicht mehr so mit kindlicher Freude ran, wie man das bei den Osten. Ja, das ist auch bei vielen Sachen so. Ich sag mal, das Arrival war mein Einstiegsalbum und als das Virus rauskam und das waren ja, wie gesagt, wie viele anderthalb Jahre dazwischen. Da war das so, jawohl, geil, neues Album, herrlich, herrlich. So, als diese 4 Jahre vor A Taste? Nee. End of Disclosure, sorry. Als diese 4 Jahre da ins Land gegangen sind, da bist du ja inzwischen ja auch mit dieser immer zunehmenderen Masse an Releases, mit denen du konfrontiert wirst, dann ja schon so ein bisschen abgestumpft, da fällt das gar nicht auf, dass du vielleicht so auf dieses Album so wartest. Und auch diese 8 Jahre dazwischen haben sich jetzt für mich nicht wie eine elend lange Zeit angefühlt. Für mich war End of Disclosure immer noch das neue Album, weißt du? Nicht das letzte Album, sondern immer noch das neue, so vom Gefühl her. So, dann hast du natürlich aufgrund dieser Mord-Diskografie und ja irgendwo dem Sound, den sie so ab der frühen Hälfte gefunden haben, hast du natürlich diese von dir beschriebene Gewöhnung irgendwo drin, wo du jetzt nicht denkst, okay, die kommen jetzt mit einem neuen Penetralia um die Ecke, also würde wahrscheinlich dann auch keinen so richtig interessieren. Das ist auch Quatsch, das funktioniert ja nicht. Ja, natürlich würde es nicht funktionieren, nein. Aber sie könnten es versuchen. Das Ding ist aber, du musst ja sagen, das hat man ja eingangs bei dem ersten Video gesagt, der ist ja umtriebig wie Sau. Also zwischenzeitlich, wie gesagt, mit Pain ist er ja rund um die Uhr unterwegs. In seinem Abyss-Studio sitzt er auch gefühlt 24 Stunden am Tag und macht den Kram. Und was ja in den letzten Jahren eine Mordsnummer geworden ist, war ja Lindemann, wo er ja inzwischen ja wieder raus ist. Aber das war ja auch eine Geschichte, die ging natürlich durch diese Rammstein-Backup-Geschichte, die du da drin hast, die ging ja von 0 auf 100 durch die Decke und hat gleichermaßen so poppige bis Melo-Defense irgendwo abgeholt, wie halt die Hälfte vom Rammstein-Publikum, Touren hier, Touren da, Südamerika, Russland, was weiß ich, gefühlt irgendwie alle anderthalb Monate irgendein krass produziertes Musikvideo auch noch mit dazu und irgendwas so. Das ist natürlich klar, dass du dann auch im fortgeschrittenen Alter vielleicht irgendwo ein paar Abstriche machen musst und dann da vielleicht nicht mehr so hinterher bist. Ja, zumal seine die Wichtigkeit bei Lindemann von Tekrin, das kommt ja über den Bandnamen, klar, nach dem Sänger von Rammstein benannt und quasi wirkt das Ganze dadurch wie ein Lindemann-Solo-Projekt. Aber das Ding war ein Duo, wo er definitiv künstlerisch und auch von der Wertigkeit dieses Projektes halt 50% war, ganz ja, definitiv. Und demzufolge war er sehr involviert und das war natürlich auch zeitaufwendig. Ohne Frage. Und Lindemann ist sehr schnell sehr groß geworden.
Inzwischen ja, wie gesagt, wieder raus. Ich weiß auch gar nicht warum, ob das zeitlich oder aus Differenzen oder was will ich das herrühren. Das ist definitiv aus Differenzen ausgegangen. Ja. Sind da tatsächlich Egos miteinander kollidiert? Wer hätte das denn ahnen können bei dem Projekt? Das eine, ich hab mal ein kurzes Interview gehört, so einen Podcast, da sagt er so, dass das alles cool war, solange es cool war. Und danach war es halt anders. Ja. Und whatever. Worship auf jeden Fall, wenn ich auch was zu dem Album sagen kann. Ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen am Anfang, nein, kein Wort bis jetzt, sehr hohen Erwartungen rangegangen. Hatte, ob der drei Vorab-Singles, die sie hatten, hatte ich so ein gemischtes Gefühl. Chemical Horror fand ich so, ein bisschen generisch. Das Dead World fand ich ziemlich cool. Children of the Grey war in Ordnung. So hat sich bis jetzt auch das Album für mich gestaltet, auch wenn ich da sagen muss, selbe wie bei End of Disclosure, dass ich da hörtechnisch noch nicht so firm bin, dass ich mir jetzt eine nach außen tragbare, valide Urteilsverkündung da irgendwie leisten könnte. Was aber ansonsten noch passiert ist, Hawk hat sich ausgehorkt aus der ganzen Nummer nach, 14 Jahren? 12 Jahren? 2006, so 15 Jahren. 15 sogar, ja. 16. Ist jetzt raus aus der Nummer und zumindest live trommelt er jetzt der Crown-Drummer. Wenn er es noch macht, macht er noch, oder? Ja, ich glaube, sein Sohn hat wohl auch mal ein paar Live-Shows schon getrommelt, ja. Der ja mittlerweile auch ein erwachsener Musiker ist. Und auch an sich fitter Musiker, der bei Live-Shows zumindest dann auch hin und wieder einspringt. Aber im Moment ist Line-Up-technisch Hypocrisy ein Duo aus Ted Grin und Hedlund. Genau, und die halten das Schiff am Laufen. Und das ist, muss man auch vielleicht, klingt, das ist ja schon ein bisschen Fazitworte, muss man halt nach über 30 Jahren Band-Existenz, 13 Studioalben, muss man schon sagen, das ist echt absolut Respekt, muss man da zollen, dass diese Maschine immer noch arbeitet dass diese Motivation auch noch da ist, zu sagen, okay, klar, das ist sicherlich auch ein feines Zubrot am Ende des Monats, aber das ist eine Band, die spielt. Sie kommen jetzt im Herbst wieder auf Tour. Ja, mit Septic Flesh und irgendjemand. Karangren? Karangren. Ich weiß es nicht. Mach mal weiter, ich finde das weiß. Und von daher geht's weiter. Und das ist sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wichtig. Hypocrisy ist im schwedischen Death Metal nicht nur aufgrund ihres Stellenbildes ein riesen Zugpferd, sondern halt auch eine Band, die musikalisch so raussticht, dass sie mit keiner, damit also muss man halt wirklich sagen, mit keiner Death Metal Band überhaupt vergleichbar ist. Die haben einen Signature Sound. Du hörst sofort, wenn du ein bisschen dich mit der Thematik verpasst, dann hörst du aufgrund des Soundes schon da. Hypocrisy. Ja. Da. Ha. So, bevor der da drüben jetzt noch eine Büchse Bier komplett austickt. Wir hatten es ja, hatten wir das überhaupt schon mal mit jemandem gemacht? Ja, mit Dismember, ansonsten noch mit niemandem, oder? Ja, wir wollten ja eigentlich auch so eine Art. Wir wollten alles machen. Ah, komm, fang nicht an. Was wir alles vorhatten, um Gottes Willen. Solltet ihr euch, also habt ihr eine Band auf der Uhr, bei denen ihr euch mal wünschen würdet, ey, die wären es mal wert, richtig heftig in einer Sendung, in einem Special sozusagen diskutiert zu werden, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt Mittagessen. Ich habe Nudeln mit Spinat dabei. Spinatsoße, Spinatkäsesoße. Möchtest du was sagen? Ja, tschüss und so.